80 Städte in 90 Tagen. Der Chor von Vision for Africa hat sich viel vorgenommen. Von März bis Mai sind die musikbegeisterten Kinder aus Uganda in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um für ihr ganzes Dorf Danke zu sagen. Denn ohne die europäischen Sponsoren könnte Vision for Africa nur wenig bewegen. Wir sind hauptsächlich involviert in Projekten, die den armen Kindern helfen, die keinerlei Chance haben, im Leben eine Existenz aufzubauen. Und da bauen wir Schulen, Kindergärten, Waisenhäuser, wir nennen es ja aber Kinderhäuser, Berufsschulen, also alles, was den Kindern hilft. Schon gut eingelebt haben sich die Kinder in Deutschland. Immerhin ist es hier fast 30 Grad kälter als zu Hause. Doch dank wetterfester Kleidung und den zahlreichen vertrauten Betreuern können sie ihre Zeit in Deutschland genießen und ihren Auftrag erfüllen. Sie sind schließlich hierher gekommen, um den Menschen von ihrer Freude etwas abzugeben und um jene zu begeistern, die an ihre Potenziale glauben und sie unterstützen möchten. Die größte Hilfe wird mit Patenschaften gegeben. Wenn man so einem Kind ermöglicht, zur Schule zu gehen, mit 15 Euro kann man schon einem Kindergartenkind eine Tagesschule gewähren. Auch braucht man Hilfen in unserem Büro in Imst. Ja, wenn da jemand im Büro mithelfen möchte oder wir haben dort auch eine Lebensgemeinschaft von unseren Mitarbeitern, wenn man kochen möchte, ein, zwei Monate für unsere Mitarbeiter. Herrlich, herzlich willkommen. Der Hilfe sind keine Grenzen gesetzt. Für Gründerin Maria ist jeder Beitrag ein Segen, denn das Lächeln der Kinder ist ohnehin unbezahlbar.